So, hallo Leute, ein neues Projekt von mir. Und zwar geht es dieses Mal um einen FM-Transmitter. Dieser FM-Transmitter, so einen kann man sich jetzt zum Beispiel kaufen, mit dem kann man dann seine eigene Musik auf einen Radio senden. Jetzt habe ich aber das gehabt, dass sehr viele Leute sich bei mir gemeldet haben, über private Nachrichten oder teilweise auch über Kommentare, und mich gebeten haben, dass ich doch bitte einen UKW-Sender entwickeln möchte. Nun, mit dieser Schaltung hier bin ich dieser Aufforderung nachgekommen. Dies ist ein UKW-Sender, welchen ihr in den folgenden einigen Videos Schritt für Schritt aufbauen werdet. Dieser UKW-Sender kann im ganzen UKW-Band von 87,5 bis 108 MHz eingestellt werden. Es handelt sich im Prinzip wieder um eine Grundschaltung, allerdings habe ich da ein bisschen das Ganze optimiert, dass man mit dieser Schaltung sehr gut, ich sag mal, arbeiten kann. Dadurch ist der Sender ganz praktisch und verwendbar. Die Reichweite ist nicht besonders hoch. Der Sender reicht für sogenannten Grundstücksfunk. Also ihr könnt ihn in eurer eigenen Wohnung empfangen und vielleicht noch 30, 40 Meter außerhalb. Das war aber mein Hintergedanke, dass der Sender nicht besonders stark ist und nur die eigenen Radios versorgen soll. Denn es ist auch eine Sache der Frequenzstabilität bei solchen einfachen Schaltungen und immer einen Kompromiss zu finden zwischen Leistung und Frequenzstabilität. Wie auch immer, gehen wir mal kurz den Schaltplan durch. Also ein UKW-Sender in meinem Fall besteht aus mehreren verschiedenen Teilen. Zuerst mal sind alle Transistoren 2N3904. Ihr könnt ja aber wahrscheinlich auch einen BC547 oder BC548 verwenden. Dürfte auch funktionieren, habe ich jetzt aber nicht getestet. Als erstes haben wir hier ein Carport, mit dem man die Lautstärke regeln kann. So könnt ihr den Sender an verschiedenen Quellen anstecken. Danach haben wir eine sogenannte Pre-Emphasis. Die ist notwendig, da im Radio eine De-Emphasis ist. Eine De-Emphasis heißt, dass höhere Frequenzen, also 15 kHz, 16 kHz und ähnliches, werden im Radio gedämpft. Also muss man hierfür sorgen, dass diese Frequenzen auf der Senderseite schon mal verstärkt werden und stärker übertragen werden als andere Frequenzen, dass es im Radio dann wieder gut klingt. Allerdings hat diese De-Emphasis den Nachteil, dass sie relativ viel NF-Leistung, also Musiklautstärke, wegnimmt durch den Widerstand und durch den kleinen Kondensator. Also habe ich hier einen einfachen Klasse A-Verstärker mit Spannungsgegenkopplung, der das Ganze wieder auf ein brauchbares Niveau verstärkt. Hier haben wir dann den Oszillator. Dieser erzeugt die eigentliche Sendefrequenz. Das ist ein Oszillator in Basisschaltung oder auch ein Colpitz-Oszillator. Die Modulation über Basis ist sehr einfach und nicht unbedingt schön, wie man in Fachkreisen sagen würde, denn hier wird ein Schmutzeffekt in Anführungszeichen des Transistors ausgenutzt. Dieser besitzt nämlich zwischen Basis und die Mitte eine Diode. Diese verhält sich ähnlich wie eine Kapazitätsdiode. Fügen wir also an Basis eine Spannung ein, dessen Amplitude sich ändert, ändern wir damit auch die Kapazität dieser Basis-Emitterdiode, welche ja insgesamt in diesem Schwingkreis in diesen Schwingkreis eingebunden ist und somit auch die Resonanzfrequenz dieses Schwingkreises beeinflusst. Wir ändern also hier diese Spannung, wir legen hier eine Niederfrequenzspannung an, eine Musik oder Sprache oder ähnliches, und dadurch ändern wir die Kapazität hier, ändern also die Gesamtkapazität von dem Schwingkreis, was wiederum Frequenzmodulation zur Folge hat. Der Schmutzeffekt an dieser Schaltung ist, dass wir aber auch eine Amplitudenmodulation erhalten, da wir auch die Leistung etwas variieren, mit der dieser Sender arbeitet. Ist aber nicht so schlimm, denn der Radio wandelt ja im Diskriminator die Frequenzmodulation wieder in Amplitudenmodulation um, also ist das einfach gesagt egal. Jetzt kennt man diese Schaltung auch als einfache Ein-Transistor-Schaltung, und man könnte jetzt hier eine Antenne anstecken. Dies mache ich jedoch nicht, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn man hier jetzt eine Antenne ansteckt, ist das Ganze sehr handempfindlich. Das heißt, nähere ich mich auf irgendeine Art und Weise der Antenne, verstellt sich die Frequenz spürbar. Und das andere ist, Sender haben, also solche einfachen Sender haben Oberwellen. Stellen wir den Sender jetzt beispielsweise auf 100 MHz, dann empfangen wir ihn auch auf 200, 300, 400, 500, das geht bis zu 1000 MHz hoch. Gut, das kann man sich denken, schön, dann habe ich das Programm ja öfter und mehrere Leute können das hören. Ja, da gibt es nur den kleinen Nebeneffekt, dass eben andere Leute auch diese Frequenzen benutzen möchten und man da doch ziemlich Ärger bekommen kann, wenn man da irgendwen stört. Also habe ich Folgendes gemacht: Ich habe hier noch eine Pufferstufe dazwischen, vor die Antenne und die Oszillatorstufe. Diese Pufferstufe sorgt dafür, dass das Signal einfach ein bisschen sozusagen von dem Oszillator abgegriffen wird und am Ausgang der Pufferstufe nicht mehr so auf den Oszillator rückwirkt. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem mit den Oberwellen. Dafür habe ich hier einen einfachen Tiefpass, einen einfachen Oberwellenfilter. Der Oberwellenfilter lässt zum Beispiel 100 MHz auf die Antenne durch, sperrt aber andere Frequenzen wie 200 MHz, 300 MHz und so weiter, die sperrt er. Aber die Frequenzen im UKW-Bereich lässt er auf die Antenne durch und die können dann von der Antenne abgestrahlt werden. Mit dem Potty P1 kann die Lautstärke eingestellt werden, und die Spule L1, das ist diese Spule, besteht aus drei Windungen mit 0,8 mm Draht, also der Drahtdurchmesser ist 0,8 mm, und die wird auf einer Mikrobatterie gewickelt. Aber dazu seht ihr in den anderen Videos natürlich noch mehr. Wichtig ist bei der Spule L1, das ist schon mal eine Vorkonstruktion, dass diese beiden Lötpads,
dass die untere Kante zur unteren Kante, also zur oberen Kante, also diese beiden Kanten müssen 1 cm auseinander sein. Das sollte ungefähr die Länge der Spule sein. Ist nicht so kritisch, aber das ist ein Richtwert. Bei der Spule L2, hier im Oberwellenfilter, diese Spule, ist es so, dass diese Spule ca. 1,5 cm hier auseinander sein sollte. Also hier 1,5 cm und hier 1,5 cm. Aber wie ihr seht, habe ich da auch noch etwas Draht verwenden müssen. Das ist nicht so kritisch, aber ihr solltet schauen, dass ihr euch einigermaßen an diesen Aufbauplan haltet, wenn ihr gute und reproduzierbare Ergebnisse wollt. Dann habe ich hier noch einen Plan gemacht. Diese ganzen orangen Kasteile, in Anführungszeichen, sind hier diese Lötinseln, die mit Sekundenkleber auf die Platine geklebt werden. Aber das seht ihr in den anderen Videos noch. Hier habe ich dann einen Plan gemacht, welchen Widerstand ihr wohin machen könnt und wie ihr das Ganze aufbauen könnt. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen erkennen. Ihr müsst natürlich dann schon etwas immer zum Plan hochschauen und wieder zurückschauen oder schaut euch einfach die Aufbauvideos an. Das seht ihr dann. Hier ist noch ein mechanischer Arbeitsplan, wenn man so möchte, wie ich die Platine zurechtschneide. Ihr braucht ja so eine 10x10 cm Platine. Das ist ja schon die finale und bearbeitete Version, aber ein Original ist 10x10 cm groß. Man schneidet hier verschiedene Teile raus, seht ihr dann aber alles. Und diese werden dann später weiterhin verwendet. Zum Beispiel haben wir hier jetzt ein 2 cm auf 7 cm Teil. Das ist dann diese Frontplatte, wo dann die ganzen Anschlüsse und LEDs und Schalter und Sachen drin sind. Oder die Einzahl ist es ja im Prinzip, nicht die Mehrzahl. Dann haben wir hier eine 8 cm Platte. Aus der 8 cm Platte schneidet ihr dann 16 von diesen 5x5 mm Kasteln raus. Das seht ihr aber dann später. Dann noch die 2 cm Platte, eine 7 cm Platte und natürlich habt ihr dann später auch die Grundplatte mit 7x10 cm. Zusätzlich benötigt ihr noch einen Schalter. Ihr wollt den Sender ein- und ausschalten können. Eine RCA-Connector, also eine Cinch-Buchse, hier um die Audioquelle anzustecken. Eine Audioquelle kann sein ein Laptop, ein CD-Player, Kassettenspieler, ungefähr Kopfhörerpegel benötigt ihr. Eine LED, ich habe jetzt hier eine gelbe genommen, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ihr könnt aber auch jede beliebige Farbe hier nehmen. Und 90 cm von solchem Draht, hier solcher starrer Draht, der ist starr und hat einen Durchmesser von 0,8 mm. Davon benötigt ihr insgesamt 90 cm. Gut. Jetzt muss ich noch ein bisschen was dazu sagen. Diesen Plan habe ich nachträglich gemalt, denn den Sender habe ich, als ich ihn gefilmt habe, live entwickelt. Und ihr werdet im Sender diesen Plan hier sehen, der unvollständig ist und der nicht komplett ist, aber an dem ich mich orientiere. Wenn ihr wirklich einen kompletten Plan haben wollt, wie gesagt, hier ist der finale Schaltplan. Hier sind alle Werte richtig eingetragen, hier stimmt alles. Und diesen Plan könnt ihr dann sozusagen für euren Aufbau auch verwenden. Aber ihr werdet in den anderen Videos den Plan sehen, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Okay. Da der Sender ja sozusagen langweilig wäre, wenn ich ihn nicht vorführen würde, führe ich ihn jetzt mal vor. Dazu nehme ich den Radio, schalte den Radio ein. Er empfängt natürlich schon das Signal. Wir haben jetzt ein bisschen Brummen, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt drücke ich bei meinem Kassettenspieler einfach auf Play. Und schon hören wir das im Radio. Kann ich den Sender auch ausschalten, dann verschwindet das Signal. Jetzt kann ich den Sender wieder einschalten und schon funktioniert das Ganze wieder. Okay, das ist der UKW-Sender, wer ihn nachbauen möchte, kann ihn nachbauen. Ihr seht in den folgenden Videos sehr viele Erklärungen Schritt für Schritt, wie ihr diesen Sender aufzubauen habt und auch wie ich die Entwicklung vorangetrieben habe, wenn man so möchte. Gut, allerbeste Grüße, Stefan.